Wir begrüßen Sie am Fußballmikrofon. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Hier kommt sie, die Mutter aller Derbys, Schalke gegen den BVB. Ja, und schon ist wieder richtig Remi. Achtung, lässt! Ein Tor, ein Tor, ein Tor! Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Peter attackiert. Achtung! Ja, das muss Ecke geben für den BVB, die gibt's auch. Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. Und jetzt am Tor vorbei. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Barnetta. Auf dem Platz dürfen wir heute Borussia Dortmund begrüßen. Das ist eine junge und leidenschaftliche Mannschaft, Sie wissen es. Und die können voll und ganz auf ihren ehrgeizigen Trainer vertrauen. Aber auch die Fans spielen eine unglaubliche Rolle beim BVB. Nicht umsonst kamen in der Saison 2011-2012 durchschnittlich über 80.000 Fans zu ihren Ligaspielen. Europarekord. Gündogan. Boateng. Aogo. Gündogan. Und es gibt Freistoß gegen Schalke nach diesem Foul. Choupo-Moting. Kevin Prince Boateng. Und nun Christian Fuchs. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Ja, wie der Ball. Jetzt ist er. Und weiter heißt es aufgepasst. Hummels. Ja, da hat er sofort auf Freistoß entschieden. Und den gibt es gegen Schalke. Wir halten fest, das war seine 8. gelbe Karte in dieser Spielzeit. Gündogan. Blażikowski bewegt den Ball. Kagawa. Blażikowski. Die Flanke kommt gut. Jetzt schießt er. Und? Schmelzer. Jetzt muss er ihn reinbringen. Können Sie die Flanke verwerten? Erstmal nur abgewehrt. Abgefälschter Ball und im Aus. Höger. Choupo-Moting. Hüntelaar. Schai. Blażikowski bewegt den Ball. Kirch. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Marco Reus. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Das macht richtig Spaß. Das sind die großen Momente für jeden Torhüter. Grandios gehalten. Ein Augenschmaus. Herrliche Flanke. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall.
Reus. Das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Blaszczykowski. Es muss Einwurf geben. Blaszczykowski bewegt den Ball. Kirch. Aogo. Hüntelaar. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Blaszczykowski bewegt den Ball. Gündogan! Ja, das ist der Ausgleich! Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Der spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht ein super Kopfballtor. Choupo-Moting. Aogo. Hüntelaar. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Aubameyang. Kagawa. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Aubameyang! Und jetzt haben wir den Pausenstand. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. 1:1. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi? Unentschieden. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Also das läuft wirklich auf eine Punkteteilung hinaus. Die Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft. Kagawa. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Das müssen wir. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Kagawa. Blaszczykowski bewegt den Ball. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. So, das war sie ja, die Chance. Ist ja durchaus da, aber das war kläglich. Höger. Kevin Prince Boateng. Aogo. Kirch. Blaszczykowski. Kagawa. Gute Flanke. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Choupo-Moting. Ein weiter Pass. Er sucht. Jetzt. Jetzt zieht er ab. Der geht an den Pfosten. Aber aufgepasst.
Flanke. Klasse reingegeben. Wird das was? Augo. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Kagawa. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Schmelzer. Achtung! Mit dem Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Der Trainer will einfach vermeiden, dass sein Spieler nach einer erneuten gelben Karte im nächsten Spiel gesperrt ist. Richtig, diese Maßnahme, ihn runterzunehmen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schuss und! Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er. Reus! Maxi Meyer. Choupo-Moting. Höger. Kagawa. Neustädter. Boateng. Vanetta. Hüger. Zweikampf um den Ballbesitz. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Was für ein Pech. Kurz vor Schluss beinahe noch der Siegtreffer. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Gündogan. Błażejkowski. Maxi Meyer. Muss Einwurf geben. Jetzt ist er und es liegt was in der Luft. Ich sag's Ihnen, es ist der Führungstreffer. Schmelzer. Höger. Gündogan. Flanke fliegt in den 16er. Jetzt pfeift der Schiedsrichter nach 90 Minuten ab. Es steht unentschieden.